Geschätzte Frau Vizepräsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nach einer Woche unter ständigen Zwischenrufen von Johannes Kahrs sollte man trotzdem irgendwann zu einem Fazit kommen. Und man muss leider feststellen, es ist, was auch von vielen hier angesprochen worden ist, ein Weiter-so. Es sind dieselben Diskussionen, die geführt werden. Es ist dieselbe Frage der angeblichen Vorsichtigkeit mit dem Haushalt auf der Seite des Finanzministeriums, so wie das auch hier seitens der Staatssekretärin getan wird. Aber während der ganzen Woche, und Bettina Hagedorn war ja auch die ganze Zeit hier, da ist es doch genau andersrum. Da erzählt jeder, wo er mehr Geld ausgeben möchte. Da sagt jeder, ich hätte noch eine Idee. Und dann muss man sich doch noch mal auf das wirklich zurückkonzentrieren, was Haushalt ausmacht. Und das sind die Haushaltsgrundsätze. Hört sich schlimm an, hat aber viel Wahrheit und viel Wichtigkeit. Da gibt es zum Beispiel einen Haushaltsgrundsatz der Einheit und der Vollständigkeit. Und der Kollege Berghegger hat ja leider es vermieden, meine Frage zuzulassen. Aber ich will dann doch mal, Kollege Berghegger, drauf gehen. Das ist also eine schwarze Null. Herr Kollege Berghegger, die Asylrücklage, die Sie benutzen, da sagen Sie, boah, liebe Bürger, das ist eine Rücklage. Und was denkt Otto Normalverbraucher? Oh, der Berghegger mit seinen Leuten, der hat irgendwo 9 Milliarden liegen und die nehmen wir dann. Herr Kollege Berghegger, diese 9 Milliarden aus der Asylrücklage, das ist eine Kreditermächtigung. Das erlaubt Ihnen nur, zusätzliche Kredite aufzunehmen. Und um das für die Bürger klarzumachen, Herr Berghegger hat Ihnen erklärt, wir sind ausgeglichen. Wir nehmen zwar noch mal eine Kreditkarte und hauen da noch mal 9.000 Euro raus, aber wir sind eigentlich ausgeglichen. Wann die Kreditkarte bezahlt wird, ist ja vollkommen egal. So ist Ihre Politik. Und das ist keine vernünftige, einheitliche und auch keine vollständige Haushaltspolitik. Meine Damen und Herren, Vollständigkeit, ich finde das so schön. Es wurde hier so gesagt, ja, auch von Herrn Kollegen Berger, ja, liebes Parlament und liebe Regierung vor allen Dingen, wir freuen uns, wenn ihr uns dann irgendwann noch mal so den Rest des Haushaltes vorlegt. Ich habe es noch nicht erlebt, und in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat es das noch nie gegeben, dass ein wesentlicher Teil eines Bundeshaushaltes zur ersten Lesung als Entwurf von einer Bundesregierung bewusst zielgerichtet nicht vorgelegt wird. Das ist eine Missachtung des Parlaments, nichts anderes. Und dann immer, ja, auch seitens der Koalition wieder, oh, wir können uns ja, da mussten wir uns halt Zeit lassen. Ja, verdammt noch mal, wäre es denn nicht möglich gewesen, ohne Schwierigkeiten, dass dieses Kabinett auch im Sommer mal zusammenkommt und die Sachen so vorlegt, dass man sie dann auch hier behandeln kann? Nein, Sie scheuen die Debatte. Das kann ich ja noch verstehen. Wir haben jetzt eine Bundesölheizungsministerin, die noch nicht genau weiß, wie sie mit den ganzen Sachen hingehen. Und überhaupt im Kabinett gibt es niemanden, der eigentlich genau weiß, wie kriege ich den Finanzminister, erstens überhaupt, weil er auf irgendwelchen Regionalkonferenzen ist, aber vor allen Dingen, wie kriege ich ihn dazu, dass er gerade für meinen Haushalt möglichst viel Geld zur Verfügung steht? Und Sie können das an den lächelnden Gesichtern sehen. Die hätten das Geld alle gerne. Und das wird auch der Streit sein, den wir erleben werden. Und wir dürfen dann als Parlament, wir dürfen dann als Haushaltsausschuss erstmal staunen, gucken und nachher versuchen, den Mist wieder einigermaßen hinzubekommen. So ist doch die Lage. Meine Damen und Herren, und dabei müssten wir doch hier eigentlich ganz anders reden. Ich erinnere mich noch, und manche aus dem Haushaltsausschuss sind ja noch dabei, wie das in den Jahren 2007, 2008, 2009 war. Ja, ja, alles gut, läuft doch. Und dann auf einmal merkten wir, es ging runter. Wir hatten die Anzeichen vorher schon gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber was war damals? Was hat die Große Koalition gesagt? Nein, nein, alles in Ordnung. Klappt schon, wir machen weiter so, es funktioniert. Und dann ging es runter. Und was ist dann passiert? Dann stellte sich hier ein Herr Steinbrück hin, das ist auch so ein SPD-Finanzminister gewesen, hat gesagt, deswegen machen wir jetzt zusätzliche Ausgaben in Höhe von 17 Milliarden. Und hat gesagt, und das kann man im Protokoll nachlesen, und diese werden wir dann so schnell wie möglich, diese 17 Milliarden für den Investitions- und Tilgungsfonds zurückzahlen, weil genau dieselbe Geschichte wieder erzählt wurde. Und was ist passiert? Liebe Sozialdemokraten, erstens, er wurde Spitzenkandidat, zwar in dem Falle für den Wahlkampf und nicht seiner Partei. Zweitens, er war weg und die Schulden vom Investitions- und Tilgungsfonds sind nicht nur in Höhe von 17 Milliarden, sondern in Höhe von 19 Milliarden da. Das ist keine Lösung, wie man auf sich verändernde Zeiten eingeht, sondern das ist Schlafwagen. Und ich hätte vom Kabinett mehr Ideen und mehr Mut erwartet als nur die Frage, wo man für mehr Geld ausgeben kann. Ich hätte erwartet, dass man nicht auch noch sagt, bei den Investitionen sich rühmt, dass die absolute Zahl steigt. Das ist ungefähr so, wenn jemand zum ersten Mal Geld verdient und sagt, ich spare jetzt nicht nur pro Monat 10 Euro, sondern ich spare jetzt, obwohl ich 1.000 Euro mehr habe, pro Monat 11 Euro und jetzt bin ich auf einmal ein toller Sparer oder Investor. Genauso schlafwandelt diese Regierung beim Thema Investitionen durch die Gegend. Meine Damen und Herren, die Institute haben uns gestern und vorgestern wieder vorgerechnet und gezeigt, das von der Regierung selber geplante Wirtschaftswachstum für den Haushalt von 1,5
wird nicht mehr eintreten. Auf gar keinen Fall. Das wissen auch alle Koalitionäre, das weiß die Regierung, das weiß auch das Parlament. Sie wissen auch aus den Steuereinnahmen diesem Jahr, dass die Steuereinnahmen schon jetzt runtergehen. Sie wissen, wie es auf dem Arbeitsmarkt aussieht. Und Sie haben selber schon gesehen, dass es diese Koalition in diesem Jahr geschafft hat, bereits im ersten Halbjahr 11 Milliarden mehr Schulden zu haben als noch zu Beginn des Jahres. All das sind trübe Aussichten und man kann nur hoffen, dass der Herbst noch ein paar Lichtblicke bringt, jedenfalls mehr als das, was wir bisher von dieser Regierung hören. Die FDP wird es kontrollieren, wird Gegenvorschläge machen, aber wird es wie immer fair im Haushaltsverfahren begleiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Otto Fricke. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Fabio